Jo, liebe Leute, willkommen zurück zu Mafia 1 in der Definitive Edition. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal Schluss gemacht haben. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit, sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Alles klar. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Gut. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Morello ist heute dran. Scheiße. Viel Glück, Leute. Ich bin bereit. Dann wollen wir mal. Alle mal einsteigen. Drück aufs Gas, Tom. Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Ich hoffe, ich bekomme auch einen neuen Anzug. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitz nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Hast du etwa einen Todeswunsch? Noch nicht. Okay, hier vorne ist das Theater. Ich sehe ihn! Halt sie ein! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Ah, die Bullen! Okay, Morello. Die haben das Theater beobachtet. Du bist dran. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Wow. Okay, Morello, vielleicht bist du doch noch nicht dran. Scheiße, die Kiste steckt zu viel ein. Nein, schnell! Wir müssen schnell nach vorne. Komm, komm, komm! Morello! Erst sind seine Leute dran und dann er selbst! So, Morello. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Du bist gleich dran. Ja, warte. Komm. Jungs, feuert!
Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Ja, jawohl. Wir hängen gut hinter ihm. Hier rum. Und hier rum. Morello, könntest du bitte nicht so viele Kurven fahren? Danke. Wir dürfen uns wohl in den Gassen abschütteln. Ja, nicht verlieren. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Ja, das ist wahr. Der hat wirklich einen guten Fahrer. Durch. Geht weg. Wo will denn der hinfahren? Es geht ja raus aufs Land. Gott, diese Kerle geben nicht auf. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Jungs, immer weiter feuern. Komm. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug. Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, schon. Wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Wir haben Gesellschaft. Ich sehe sie. Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Wir leben zu Fuß. Los, Bewegung! Okay, Jungs. Los. Wir schaffen das. Wir drei. Lade nach! Hab ich. Weg da! Haltet mir den Rücken frei! Mittel! Wir haben einen Mann am Boden! Gefällt dir das? Der Wichser hat auf mich geschossen! Sie haben's auf mich abgesehen! Hier muss irgendwo ein Nest sein! Der Wichser hat auf mich geschossen! Jawohl. Weiter vor. Los. Hinter dir! Wir haben einen Freund dabei, Tom! Er ist tot. Wir haben uns nicht da! Oh. Wir müssen irgendwo ein Nest haben. So, hier heilen. Ich muss nachladen! Schnell. Sehr gut. Ja, kein Ende! Sie haben Verstärkung gerufen! Hep. Jawohl. Okay, weiter vor. Habe ich dich jetzt? Ich muss nachladen. Runter! Halt da oben. So, weiter.
sind alle erledigt, Tom. Typ ist am Boden. So, nochmal hier ein bisschen was mitnehmen. Jawohl. Und weiter. In diesem Hangar. Ich lade nach. Da kommt noch einer. In diesem Hangar. Ja, Hangar 13. Ja, da muss ich direkt an die Entwickler denken. Ich glaube, das ist auch extra so gemacht. Die Entwickler heißen ja auch so. Hangar 13. 13. Okay, los. Los! Er entkommt uns! Bring uns hoch! Wir sind zu langsam! Zieh uns hoch! Er will starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Komm schnell! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Jawohl! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Nein! Schnell! Jawohl! Okay, jetzt den anderen! Ja, nein! Er ist entkommen! Nein! Ah, komm, das müssen wir besser hinkriegen. Und schneller. Ah, das ist schwierig. Das ist gerade wirklich schwierig. Ne? Weil das Auto halt auch nicht ruhig hält. Aber nun schaffen wir es. Er will starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Komm. Okay, jawohl. Jetzt den anderen! Jag beide hoch! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Muss nochmal in eine bessere Position kommen. Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Jawohl! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin! Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen! Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Ja, verstehe. Wohin will er? Was ist heute mit dir los, Tom? Jedenfalls, wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Mal sehen, wo er landen will. Was ist heute mit dir los, Tom? Schnell!
Ja. Da hinten. Er geht weiter runter. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Okay. Sowas überlebt keiner. Er ist abgestürzt. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja. Irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Wir haben es geschafft. Creme de la Creme. Gut, Leute. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Das hätten wir geschafft. Lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.